in den vergangenen Jahren. Besonders aber im letzten Jahr 2022 hat sich gezeigt, dass die Fragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung immer drängender werden. Wir haben uns gefragt, wie es denn eigentlich um die Ausbausituation der erneuerbaren Energien in Halle und Umgebung steht. Denn alles, was wir zum Leben und eigentlich auch zum Überleben brauchen, braucht Strom. Und der muss schließlich auch irgendwie produziert werden. Unsere Suche nach Antworten führt uns zunächst zum örtlichen Energieversorger, der EVH. Dort empfangen uns Chris Blum, Experte für Aufdach-Solaranlagen, und Dr. Katja Nowak. Sie ist zuständig für das Projekt Roadmap Klimaneutralität. Wir haben ungefähr 40 bis 50 Freiflächenanlagen und ungefähr die Hälfte an Dachanlagen. Ja, da ist das Verhältnis 1:2. Der Fokus bei uns liegt ja schon, dass wir Konversionsflächen nutzen, also ehemalige Deponien oder nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Flächen, und die werden dann mit PV belegt. Ich bin da der Projektentwickler für Aufdach-PV-Anlagen. Ja, wir haben hier in Halle zwar einen recht hohen Grad an Altbauten, Denkmalschutz etc., aber es gibt viele ungenutzte Dachflächen, und hier gehen wir ran, versuchen da verschiedene Lösungskonzepte zu entwickeln. Die Flächen sollen und dürfen genutzt werden, und da sind wir dran. Genau, neben den personellen und finanziellen Herausforderungen vielleicht noch, kommen ja dann noch so Themen dazu wie Denkmalschutz, Statik, Brandschutz, die die Projekte einfach aufwendiger machen. Auch von zivilgesellschaftlicher Seite gibt es Bemühungen, die Energiewende voranzubringen. Wir treffen uns mit Arian und Maria von Halle Zero. Halle Zero hat sich jetzt vor gut 2 Jahren als gemeinnütziger Verein gegründet, also aus dem Bedürfnis, praktisch mit anzupacken vor Ort und die Energiewende, Wärmewende, Mobilitätswende vor Ort mitzugestalten. Also vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Solarstudi ist der Versuch, die Energiewende voranzubringen und dem akuten Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen, indem eben StudentInnen Nebenjobs ergreifen im Ausbau der erneuerbaren Energien. Immer weniger machen handwerkliche Ausbildung. Das heißt, es gibt ein riesen Nachwuchsproblem im Handwerk allgemein. Und das ist natürlich für die Energiewende, die am Ende Handarbeit ist, ein Riesenproblem. Das führt dann dazu, dass viele Dinge einfach nicht so vorankommen, wie sie könnten, obwohl wir auch festgestellt haben, dass es durchaus den Willen gibt. Doch wie sieht es mit der Forschung aus? Hier in Halle wird daran gearbeitet, Solarzellen noch effizienter zu gestalten. Wir treffen uns mit Professor Dr. Roland Scheer von der Universität Halle. Er ist dort Leiter der Fachgruppe Photovoltaik am Physikinstitut. Im Grunde geht es ja darum, heutzutage Solarzellen aufeinander zu stapeln, um die Effizienz noch weiter zu erhöhen. Und was wir hier ganz konkret machen, wir stellen solche Schichten her, charakterisieren die, messen ihre Effizienz und versuchen, die Schritt für Schritt zu verbessern, um eben zu noch höheren Effizienzen zu kommen. Und dazu haben wir hier eine Vakuumanlage, in der Schichten abgeschieden werden. Und was bei uns nun das Besondere ist, dass wir in der Lage sind, in diesem System uns das Wachstum der Schichten praktisch live anzuschauen. Sehr spezielle Anlage, die es in dieser Form also auch sonst nicht noch einmal gibt. Die Energiewende wird also von vielen Seiten vorangetrieben. Doch wie sieht es in der Zukunft aus? Generell kann man sagen, bei den Freiflächen haben wir ein recht hehres Ziel, bis 2030 den Strombedarf von Halle aus Regenerativen zu decken durch Freiflächenanlagen. Es sind viele Investitionen nötig, um das zu erreichen. Es werden noch viele weitere dann folgen in den nächsten Jahren. Da können Sie sich vorstellen, da gibt es also riesige Fabriken. Und wenn die hingehen können und hier einfach noch etwas auf ihre Silizium-Solarzelle oben heraufbringen können, um da nochmal 5% Wirkungsgrad oder mehr zu gewinnen, wäre das ein riesiger Fortschritt. Der Bund könnte mehr machen. Der Bund könnte viel mehr machen. Aber die Kommune kann nicht mehr machen. Also Halle hat einfach keine Leute. Keine Leute, kein Geld für solche Sachen. Weil dann sofort die übergeordneten Behörden kommen und sagen, nee, das könnt ihr in den Haushalt nicht einstellen.
Das ist wirklich sehr ärgerlich. Und ich glaube, dass deswegen auch ein ganz, ganz elementarer Bestandteil sein muss. Und ich glaube, da sehen wir uns auch ein Stück weit in der Verantwortung, einfach auch mehr in die Aufklärung und ins Bewusstsein zu kommen. Wie wir herausgefunden haben, arbeiten bei der Energiewende und deren Ziel der Klimaneutralität verschiedenste Akteure miteinander. Und auch die Zukunftsaussichten bieten Perspektive und machen durchaus Hoffnung. Was feststeht? Die Energiewende ist gemeinsame Sache. Dabei müssen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und die Zivilgesellschaft gemeinsam daran arbeiten, die Schäden des menschgemachten Klimawandels so gering wie möglich zu halten.